Herzlich zurück zu Animal Crossing New Horizons. Es ist Donnerstag, der 30.04.2020 um 9.13 Uhr. Beziehungsweise vielleicht sagt Melina noch 14, aber das werden wir jetzt erfahren. Guten Morgen, liebe Bewohner. 9.13 Uhr. Okay, gut. Haben wir das auch schon mal geklärt? So, Sekunde. Hier nur das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel. Heißen wir Hubert auf Storybrooke. Willkommen. Super, der Hubert. Willkommen, Hubert. Ich bin sicher, dass dir das Leben auf unserer Insel gefallen wird. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Hallo, Andy. Hallo, Lea. Ich grüße euch beide. Hallo, XP-Gamer. So, dann machen wir mal wieder unseren täglichen Gang. Und hallo, Anja. Ach, wieder hat sie Kaffee mitgebracht. Ach, das ist doch super, Anja. Reiner Schatzkutter. So, dann werden wir gleich erfahren, ob dieses Objekt eine Fälschung ist oder echt. Aber erstmal. Oh, perfekt. Wir gehen ja mit mehreren Sachen zu Eugen, deswegen. Und hallo, Garg. Oh Mann, hier ist ja richtig viel los heute Morgen. Ich kann sagen, beste Leben. Wieso? Schule ausgefallen? Mal wieder. So. Um wie viel wollen wir wetten, dass ich wieder die Schubkarre einsammle? Wobei ich versuche diesmal extra vorsichtig zu sein. Stein. 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 Ha! Ich habe sie nicht eingesammelt. Nicht immer kannst du mich reinlegen, du Schubkarre. Warte, Moment, habe ich... Ich habe nicht genügend Ständis dabei. Also erstmal, nein, noch nicht eingraben. Aber beim nächsten muss ich jedenfalls nicht so weit laufen. Für sich. Jetzt erstmal ganz kurz zum nächsten Stein, der ist da oben. Lehrer krank. Lass mich raten, jetzt hat es den Lehrer erwischt. Also. Mit dem Virus. Na gut, gib jedenfalls ein bisschen Eisen. Jedenfalls etwas. Ja, heute ist der letzte Tag im April. Das heißt also, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Insekten haben wollt, solltet ihr euch nochmal darum bemühen, diese auch zu finden. Denn ansonsten habt ihr bald keine Chance mehr, diese zu finden. Beziehungsweise müsst ihr dann wieder warten, bis ja, April ist. Ne? Weil jetzt dann der Mai ansteht und ja. Dann wird halt auch in den Mai getanzt. Ne? Dann gibt es ja auch die Mai-Feierei. Weil ich immer noch nicht weiß, was das bringt. Ich weiß ja jetzt auch nicht mehr, was hier Tag der Natur ist. Also von dem her, ja, bisher alles so ein bisschen, hä? Aber wo ist denn jetzt bitte hier der nächste Stein? Und wo ist mein Sternibaum? Und, ach, also welche Sachen. So. Muscheln, 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 Muscheln sind keine da. Doch, da. Da ist 32 Minuten in der Schule, dann kam Schulsoziallehrer und sagt, dass wir nach Hause gehen dürfen. Ja, moin. Hättest du lieber ausgeschlafen, Lea, oder? Wobei, dafür kannst du jetzt hier den Stream genießen. Also, so gesehen hat sie auch seinen Vorteil. Hallo, Andy, V-Power. Hey Garg, was habe ich gesehen? Demnächst ein neues Let's Play für dich bei mir auf meinem Kanal? Port Royal 4? Hä? 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 Das wäre doch was für dich, oder? Oder sagst du, ach scheiße, nee, das Spiel. Ich hoffe, da ist nichts hinter. Ah, okay, gut. Ah. Warum ich jetzt erst so spät angefangen habe zu streamen, ganz kurz so als kleine Entschuldigung, weil ich ja immer sage, so ab 9 Uhr,
Wobei, gut, eigentlich muss ich mich ja nicht entschuldigen, aber trotzdem möchte ich euch ganz kurz informieren. War halt, dass ich Trials of Mana noch Aufnahmen gemacht hatte und deswegen kam es dann halt jetzt zu einer klitzekleinen Verzögerung und... Nein, Walter singt! Walter singt, weg hier! Nee, Gag, das dauert ja noch, bis das Spiel released wird, aber es wurde jetzt auch für die Switch angekündigt, deswegen, das meinte ich. Wäre das so ein Let's Play für dich, wo du gucken würdest, ne? Aufbau, Handel, Wirtschaft und ein Spiel aus Deutschland. So, den Sternenstein haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauche ich jetzt gleich noch den Rübenpreis für euch, aber ich möchte noch kurz vorher alles andere, ne? Die holen, wo du um... Was? Nee. Du, also, zurzeit bin ich noch krankgeschrieben. Nächste Woche weiß ich noch nicht, ob ich dann immer noch krankgeschrieben bin. Gefühlstechnisch würde ich sagen, noch so ein, zwei Wochen, bis ich wieder ordentlich laufen kann. Aber vielleicht mache ich auch dann ja, erstmal Homeoffice. Wie viele Fossilien habe ich denn jetzt erst? Ich habe 3. Einer fehlt mir noch. Nein, Walter singt. Hilfe, meine Ohren. Meine Ohren, der Walter singt. 69 Sterne. Ah, du Sau, Anja. Du Sau. Gut, der Andi freut sich, aber... Oh Mann, der war jetzt so tiefgründig, der Witz. So, Moment, jetzt habe ich alle da, habe alle da, 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 da. Dann können wir doch jetzt eigentlich erstmal das Geschenk auspacken mit dem Gemälde, ne? Und hoffen jetzt mal wirklich, und das ist jetzt kein Witz, dass das keine Fälschung ist. Wer ist eigentlich heute da bei mir? Der Rainer ist nicht da? Den Gulliver habe ich jetzt nicht gesehen? Komisch. Ja, komm, Labanet. Erstmal die Fossilien analysieren. Gerd? Meinst du echt, dass Gerd da ist? Hatte ich den jetzt gerade übersehen? Oh, was Neues ist dabei. Das ist doch schon mal schön. Ja, komm. Ja, komm. Eugen, komm. Hör auf. Labanet. Wir etwas stiften. Nicht original. Hat er den Rest entgegengenommen? Ja, den hat er entgegengenommen. Okay. Verdammt. Dabei dachte ich echt schon, ich hätte so ein richtig gutes Gefühl gehabt. Echt? Gerd ist da? Gerd? Gerd? Oh, Tatsache. Hallo, Gerd. Ja, ja, komm. Eine Unschuldsrose. Oh. Komm, von denen können wir mal ein paar kaufen. Echt? Im Original hat die keinen Ohrring? Verdammt! Nein, ich wollte doch noch mehr kaufen. Nein! Gerd! Was machst du? Was mach ich?
Nehmen so 10 Stück, glaube ich, würde ich mitnehmen, oder? Ich finde das halt mit Hecken oder beziehungsweise Setzlingen echt schön. Ja, komm. Oh, das Kaufen ist echt ein bisschen... Da hätten sie echt so ein Regler machen können. Wie viel willst du denn kaufen? Oder bei den anderen Sachen, wo man ja auch so Eingaben machen kann. Und im Hintergrund höre ich die ganze Zeit den Walter singen und das ist schlimm genug. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal genügend. So, gucken wir mal ganz kurz, wie viel habe ich jetzt? 30 Stück sollte reichen, ja. So, dann gucken wir doch mal, was sind denn unsere Preise. Weil ich wollte die nämlich hier schön hinsetzen. Ist aber auch schade, dass immer so jeden Tag ein anderer da ist. Gut, so. Oh, da ist er. So, was meint ihr? Was ist der Rübenpreis? Werde ich mich ärgern? 121 Sternis. Okay, ich bin bisher immer noch happy. Bin ich mit zufrieden? Oh, okay, abgemacht. Und hier haben wir dann einen 50 Zoll. Oder was hatte der Kev-Bro letztens gesagt? 99.000 Sternis. Wow. So. Ernsthaft? Eine Pinnwand. Nämlich auch noch mitkommen. Ein Brettspiel. So. Haben wir doch mal einiges gekauft. Moin, ja wieder. So, Pflanze Buschsetzlinge, ein Foto, Top-Ankauf, Reden und Pflanze Bambus. Super. Was ist denn der Top-Ankauf? Warte, Bambusabsperrung und ein Strohbett. Toll. Da müsste man dann auch wieder ausrechnen. Strohbett oder bei Gerd verkaufen. Ich könnte jetzt die Buschsetzlinge da oben hinsetzen, was auch nochmal gut aussehen würde, wenn ich sie hier lang bauen würde. Hier schön entlang bis hierhin. Und hier. Ah doch, machen wir mal hier. Weil ich ja jetzt hier eh so diese Buschabteilung habe. Macht das Sinn? Hier sieht es bestimmt auch nochmal gut aus. Das denke ich mal, das wird richtig gut aussehen. So.
177. Oh, 177 ist auch kein schlechter Preis, Lea. Also das muss man ja mal loswerden, ne? 177. Also 177, ne? Falls jemand sagt, oh, ich habe noch Rüben und das ist mir langsam echt zu eng bis Samstag, bis Sonntag. Vielleicht macht die Lea ja da entsprechend auf. Weiß ich ja nicht. So. Weiß nicht, ob ich diesen Fluss jetzt hier wegmache, weil eigentlich ist der ja total blockierend, ne? Aber ich habe noch, wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch 9 Stück über. Packe ich denn die 9 Stück hin? Rein theoretisch hier, aber dann komme ich nicht mehr an den Baum ran. Das wäre halt auch doof. Wo packe ich die denn mal hin? Könnte ich hier das wegmachen? Ich hätte erst schütteln sollen, ne? Ich hätte erst schütteln sollen. Vielleicht wäre genau da irgendwas Besonderes drin gewesen, keine Ahnung. Ein 187 Zoll QHD Fernseher. Ah ne, stopp, da muss ich hin. Ja klar. Aber was mache ich mit der Musikbox jetzt? Schwarzerdeweg. Steinweg. Ach, Steinweg. Nehmen wir halt UHD. Muss aber erstmal schaffen, dass ich auf meiner Switch WLAN habe. Ja, WLAN-Passwort eingeben und dann hast du WLAN. Hab ich gehört. Und nicht vergessen, zurzeit ist es auch wieder verfügbar. 7 Tage Probe Nintendo Online. Verbindet sich nicht. Ja, du musst das... Ah, okay. Das Problem hatte ich auch. Das hatten auch andere. Und das Einzige, was ich nur sagen kann, immer wieder ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ach, nö. So, ein bisschen ranschieben. Ein bisschen ranschieben. Geht das jetzt? Ich hoffe es. Nein, das geht nicht, weil der im Weg steht, ne? Wunderbar. Der Baum ist auch irgendwie störend. Gut. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Moment. Stopp. Vielleicht kommt wieder Greenpeace und will mir Ärger machen. Wie gesagt, einfach ansonsten mal die Switch aus- und anschalten. Außerdem gab es ja heute auch ein Update für die Switch. Mal wieder. Also es kann sein, dass es auch dann mit dem Update behoben wurde. Das erste, was kam, als ich gestartet hatte. Ja, wir haben ein Update für dich. Ah, super. Bin begeistert. Gerd, gib mir nochmal ein paar. Gib mir ein paar oder du kriegst welche mit der Schaufel. Wieder 5 Stück. Ja, ich glaube, 10 Stück, glaube ich, sollten reichen, oder?
Ich kauf's einfach. Gerd, hör auf zu singen. Ach, Gerd, Walter meine ich. Walter, auf zu singen. Ich habe eine Zwille. Und ich mache von der Gebrauch. Oh, perfekt. Wie geil. Einfach mal eben 10.000 Sternis. Jawohl, moin. Nimm ich. So, wieder hier hinlaufen. Ich hoffe mal, dass 10 reichen. Dann wollte ich jetzt hier runter den Weg machen, ne? So. Halt, stopp. Ich muss einfach nur Plus drücken. So, das sammeln wir mal ein, dass ich da dann hinpflanzen kann. Muss ich nochmal anders machen, außerdem war das ja eh hier komplett falsch. Der Gong gehört eh woanders hin. Schön, wie ich nicht sehe, wo ich das letzte Ding hier mache. So. Okay, wunderbar. Macht mir mal Vorschläge, was kann ich denn heute mal zu essen kochen? Zurzeit ist da so ein bisschen Ebbe, was meine Kreativität angeht. Na, mal schauen, wie das wird. Hm. Arme Ritter. Okay. Was haben wir noch für Vorschläge? So, perfekt. Oh, ihr grillt morgen. Hm, grillen. Hm. Gut, müsste ich mir erst einen Grill besorgen. Da. Wunderbärchen. Wunderbärchen, alles Klärchen. Da ist eine Biene. Müsste ich eigentlich nur noch die Bäume absuchen, ne? Ja gut, ich muss noch einmal Bambus pflanzen. Ja, aber... Kann ich noch da oben pflanzen. Da, wo ich eigentlich habe... haben möchte, da. So, und Bambus pflanzen. Spaghetti Bolognese hatte ich die letzten 2 Tage. Hallo, Black Dragon Max. Also ich wollte jetzt eigentlich eher irgendwas mit Bolognese ist ja auch Fleisch, ne? Aber halt irgendwas so, weiß nicht, irgendwas mit Kartoffeln oder so. Ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht mal auch wieder Burger. Kartoffelauflauf. Hm. Gar keine schlechte Idee. Kartoffelauflauf schön mit beispielsweise Brokkoli. Ein Brokkoli-Kartoffelauflauf. Das wäre doch eine Idee. Hm. Wenn man Blut in die Kartoffeln, dann zu kochen, dann zu schneiden und dann, ach ja. Weil es gibt ja auch Leute, also es gibt ja zwei Varianten, irgendwie einen Kartoffelauflauf zu machen. Die einen machen es mit rohen Kartoffeln und die anderen mit vorgekochten Kartoffeln. Ich bin eher so der Fan von vorgekochten Kartoffeln, weil die einfach dann weicher sind im Kartoffelauflauf. Moin Baratsch, grüß dich. Ich war ja echt mal im Überlegen, so ein Tutorial übrigens zu machen, ja, weil, was hatte ich jetzt letztens gesehen, wie man einen
wie man für 1 Euro einen Burger machen kann, wie bei McDonald's, wo ich mir so dachte, ja, nee, ist klar. Und komplett das Ganze falsch ausgewertet wird, wo ich mir dachte, was geht? Ja? Ich würde eher machen, wie kann man den Original nachbauen? Das würde mehr Sinn machen. Weil der McDonald's-Burger halt wieder, ja, so einen ganz eigenen Geschmack hat, sagen wir es mal so. Und den muss man erstmal hinbekommen. Das dann original hinzubekommen, besonders die ganzen Techniken, was dahinter steckt bei McDonald's, wie das Brötchen getoastet wird und so weiter. Das wissen ja die meisten gar nicht, wie man das macht. Klar, jetzt muss man nicht sagen, dass er gut schmeckt, aber trotzdem gibt es halt Leute, ne? Ich meine, einige von uns haben ja Kinder und dann die Kinder, die wollen ja unbedingt so einen originalen Burger von McDonald's und der schmeckt ja so lecker. Und mögen das dann halt nicht, dass dieses original amerikanische, wo der Burger auch noch so halb roh ist. Und das wäre halt so eine Sache, wo ich sagen würde, okay gut, wie kann man einem Kind das halbwegs passabel machen? Welche Mehlkartoffeln? Hm. Ja, aber er wird ja eigentlich bei McDonald's auch nicht richtig getoastet. Er wird ja nur von einer Seite getoastet und das merken die meisten gar nicht. Und wie kriegst du jetzt etwas getoastet nur von einer Seite? Im Backofen? Wärme von überall. Das kannst du knicken. Und die andere Seite, die muss ja auch schwitzen. Also die Außenseite des Burgers, die muss ja schwitzen. Die darf ja nicht in dem Augenblick kross werden. Ja, mit einer Pfanne, das ist schon mal das, was ich dann halt auch mache. Mit einer Pfanne von unten, dass der Zucker karamellisiert in dem Bun. Und dann am besten noch irgendwas zum Erschweren. Ja, dass dann die Wärme drin bleibt, dass es dann aber auch gleichzeitig am Schwitzen ist. Also so macht es jedenfalls McDonald's. Nicht in der Pfanne, aber die haben halt ein extra Gerät dafür, was das dann so speziell fertig macht. Eier in Senfsoße. Oh ja. Mm. Problem ist bloß, wenn die andere Person keinen Senf mag. Aber ansonsten. Oh ja. Mm. Ach Mann. Toll. Jetzt läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Danke. Danke, Anja. Rollladen. Habe ich noch nie gemacht. Wäre mal eine Herausforderung für mich. Eier in Kräutersoße. Ja, aber ihr habt jetzt schon gute Anregungen gegeben, muss ich sagen. Da ist schon was dabei. Gibt's nicht. Warum kriege ich kein Möbelstück? Verdammte Axt. Hashtag Schulbuch. Was? Ein Schulbuch soll ich essen. Oh, das klingt auch lecker. Bestimmt. Oh, was haben wir denn da? Wieder ein neues Rezept. Hallo Silvana. Umzugskisten-Set, glaube ich, kann ich doch schon, oder? Ja. Ja, aber wie sieht's denn da mit den Kalorien aus, Lea? Ich meine, so ein Schulbuch hat doch bestimmt auch ganz schöne Kalorien, ne? Ich meine, da ist viel Stoff drin. Könnte bestimmt ganz schön schwer im Magen liegen auch. Wo ist das blöde Möbelstück? Da schon mal nicht. Was steht in deinem Schulbuch? Achso, armer Ritter. Ah, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Okay. Selbstgemachte Pizza, ja. Mhm. Bloß ich und Hefeteig, wir sind keine Freunde. Wir sind einfach keine Freunde, Hefeteig und ich. Ich weiß, wie man mit Hefe umgeht. Ich kann auch mit Hefe umgehen, aber trotzdem sind wir keine Freunde.
Ernsthaft? Also Wespen habe ich jetzt genug, ne? Schnitzel. Da. Würde ja auch gut mit den Kartoffeln passen. Jetzt ernsthaft? Ich habe jetzt gleich alle Bäume durchgeschüttelt und habe noch nicht das Objekt meiner Begierde. Habe ich die Bäume hier schon? Ich glaube nicht, ne? Hühnerfrikassee. Oh, habe ich mich auch noch nicht rangetraut. Das sind Sachen, da habe ich mich echt noch nicht rangetraut, wo ich gerne mal machen möchte. Muss mir aber erstmal Rezepte raussuchen. Hatte ich jetzt hier schon oder nicht? Verdammt, jetzt bringt die mich komplett durcheinander. Ah, was ja auch gut ist. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Ja, kapern bloß nicht. Ich muss sterben. Kapern. Hier hätte ich auch schon die Bäume, ne? Wo hab ich ein Gedächtnis wie ein Sieb? Ich glaube, hier war ich schon. Das ist jetzt ein Witz. Nur Wespen? Ernsthaft? Nintendo, was ist los mit euch? Hier kommt keiner. Ja, aber Chili con Carne mache ich immer für eine ganze Armee. Ich kann irgendwie nicht Chili con Carne machen für 1, 2, 3 Personen, sondern ich mache dann wirklich immer so eine Menge, dass man, wie gesagt, damit 10 Leute verpflegen kann. 10 bis 20. Und außerdem habe ich jetzt gar keine Chili-Soße eingelegt. Nee. Also beziehungsweise gar keine Chilis in Wasser eingelegt. Das müsste ich einen Tag vorher planen. Genau. Also. Ja, Raps mache ich auch gerne. Ja, klingt auch nach einem Plan. Ach, endlich. Und was ist es? Nähkästchen. Wow. Aber Andi, ich sag dir eins. Wenn ich mein Chili mache, das verträgst du nicht, ne? Ja, das wollte ich gerade. Garg trifft es schon auf den Punkt. Garg trifft es auf den Punkt, genau. Hi Jax. Und willkommen in der Community. Also, wenn ich mein Chili mache, wie gesagt, das ist dann also nicht mehr für menschliche Wesen gedacht. Klar, ich kann es auch ein bisschen milder machen, das ist richtig, aber wenn ich mein richtiges Chili mache, dann, Mayo, dann bleibt dir gegebenenfalls die Spucke weg. Oder beziehungsweise, du wirst nach Luft ringen und um Milch bitten. Wir haben zwar schon drüben verkauft, aber was hast du denn für einen Preis, wenn du es so sagst? Er muss einen ausgeben. Er muss einen ausgeben. Definitiv muss er einen ausgeben. Etagenbett schon wieder.
Gar kennt mich schon zu gut. Er weiß schon haargenau, wie das abgeht. Aber nein, Gag, mittlerweile nehme ich sogar schon, ja, Habanero ist dann eher für mich die milde Variante und eher dann Nagayolokia, ne? Hat es nicht die letzte Zeit nur bei dir geregnet? Hm. So, ich habe ja jetzt wieder eine Fälschung. Was? Wie sage ich denn schon wieder eine Mail? Ach, Leute! Leute! Wieso kriege ich denn jetzt hier Post? Ich möchte mich dafür dann... Flaschenschiff. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Die wollen dann halt auch eine Antwort haben, ne? So. Aber theoretisch habe ich jetzt alles erledigt. Fußbodenspot. Erstmal ins Lager packen. Sonst komme ich durcheinander. 18 auf 120, ja, aber der Jax hätte zum Beispiel einen Rübenpreis von 333 Anton. So. Also, ins Lager. Irgendwann mache ich mal die Wohnung. Ich habe zwar jetzt alle Räume. Nähkästchen. Weiß ich nicht, ob noch jemand drüben jetzt verkaufen möchte. Ist denn jemand da, der Rüben verkaufen möchte? Dann hätte der Jax das Angebot, das entsprechend für euch zu öffnen. Ist da was? Also, Jax, der Anton hätte da Bedarf. So, wunderbar. Ich habe ja meine Rüben auch verkauft. Für einen Schnapperpreis. Schnapper, die Schnapper, die Schnapperpreis. Anton, da, für 333. Da ist der Dodo-Code. Walter singt immer noch. Warum, Walter? Will ich hinterhin. Also ich hatte meine für 94, glaube ich, damals gekauft. Oh. Jax, da kommen noch ein paar mehr. Die Lea möchte auch gerne bei dir verkaufen. Ach, das ist die Community. Alle sind willkommen. Mein Zukunfts-Ich. Ah ja.
Wow. Ernsthaft? Ich will jetzt nichts groß schreiben. Das wollte ich, genau. Nee. Das ist jetzt echt ätzend. Okay. So lange habe ich noch nie gebraucht, um eine Postkarte zu verschicken. So. Das ist auch erledigt. Alter, bringt den Walter um! So. Er fängt wieder an zu singen. Jetzt halte ich ihn extra auf und naja. Moin, Kelvin. So. Das haben wir dann auch erledigt. Yep. Ah, ich war noch nicht beim Nook-Automaten. Na, das wäre jetzt böse in die Hose gegangen. Hätte ich meine 300 Nook-Meilen verpasst. Wunderbar. Guck mal einlösen. Mal gucken, was haben wir wieder für Zäune. Kann ich wieder irgendwelche neuen Wetterzaun, Ziegelsteinmauer, Silo. Das ist halt das Einzige, was mir noch fehlt. Du wurdest von einem Streamer gebannt, weil du das geschrieben hattest, dass du Rüben anbietest? Okay. Wow. Wir machen hier extra sozusagen ein Treffen, wo wir dann uns immer austauschen und bei dir wird man, bei dem anderen Streamer wird man gebannt. Sowas finde ich ja irgendwie assi, ne? Aber wir wollen jetzt auch nicht hier den Streamer nennen, das ist eine Sache zwischen dir und dem Streamer. Ein A-Shirt, ein High-Shirt. Was haben wir da? Ja, komm, holen wir es mal alles raus. Das können wir verkaufen. Hi, Freezer YT. Moment, habe ich da Unkraut gesehen? Ah. Mon Dieu, Unkraut! Muss vernichtet werden! Nee, ich habe auch alle Früchte. Na komm, mach mal so. Wow, viel ist es ja nicht, aber egal. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Heute Nachmittag ist jetzt eigentlich gar kein Stream geplant. Sollte doch noch einer kommen, dann werdet ihr es ja auf dem Discord erfahren, beziehungsweise halt dann, wenn ihr die Glocke aktiv habt und so weiter und so weiter und so fort.
Ihr könnt euch, glaube ich, jetzt hier noch in den Stream wegen dem Dodo-Code austauschen. Gerade weil ja Lea da auch noch drauf wollte. Kleiner Tipp, wenn du im E-Shop was kaufst und jemanden schickst, dann kannst du es gleich bei ihm abholen oder bringen. Bestellst du was, dann hast du es erst morgen. Im E-Shop? Welcher E-Shop? Okay, egal. Also, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen spätestens wieder zu einer neuen Runde Animal Crossing New Horizons. Und ich sage danke, danke, danke. Und ich bin euer Tro, haut rein. Ich bin euer Tro, haut rein. Was wollte ich sagen? Ach ja. Tschüss.